Ja, hallöchen, meine lieben Balkongärtner, ich bin's wieder hier vom Balkonien. Ja, und heute werde ich euch zeigen, wie ich aus meinem Balkonhochbeet hier, aus diesem selbstgebauten Kasten, ein Frühbeet machen werde. Ja, und dann werde ich hier Salat hineinpflanzen und dann wollen wir doch mal schauen, welche Salatpflänzchen sich schneller entwickeln. Entweder die hier im Frühbeet oder die hier am Balkongeländer, die ganz frei wachsen. So, und jetzt werde ich erstmal diesen Balkonkasten hier umfunktionieren. Aber als erstes werde ich mal Erde hineingeben. So, Erde ist drin und alles, was ich jetzt noch brauche, ist hier eine Gewächshausplatte und ja, ein paar Winkel und Schrauben. Und jetzt werde ich mal hier, ja, das Ganze konstruieren. So, die Platte habe ich ausgepackt und jetzt wird auch schon geschraubt. Ja, warum bringe ich überhaupt diese Winkel hier an? Das hat den ganz einfachen Grund, dass die Platte hier nicht wegfliegt, falls es mal windig wird. Ja, das möchten wir natürlich nicht haben und daher, ja, befestige ich das alles mit solchen Winkeln. Die Platte wird hier danach einfach reingeschoben und dann ist die auch befestigt, so dass nichts mehr passieren kann. So, und mein Frühbeet ist auch schon fertig und das funktioniert hier jetzt ganz einfach. Ich nehme die Platte und ziehe sie hier einfach raus und schon ist mein Kasten offen und dann schiebe ich sie einfach wieder rein. So, aber jetzt werde ich erstmal die Salatpflänzchen hier reinpflanzen, damit das Experiment auch beginnen kann. So, da sind meine Salatpflänzchen drin und jetzt kommt die Platte drauf und dann werden wir mal abwarten. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch inspirieren. Ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und wir sehen uns auch schon bald wieder. Euer Balkongärtner Christian. Ciao.